Nachdem wir in der letzten Folge ein unfassbar krankes Special gebaut haben, geht es heute weiter mit dem Emma Palace Projekt. Ihr kennt es, ich habe es schon sonst hier oft erzählt. Wir werden dieses Gebäude in Survival Minecraft errichten. Und um auch den Ventilation Faktor raufzusetzen, werden wir in diesem Gebäude ein Lagersystem bauen, ein Sortiersystem mit jeglichem Item, was du in Minecraft haben kannst. Und genau darum geht es heute in dem Video. Seit über 6 Wochen machen wir momentan die Terraforming-Arbeiten. Wir begradigen eine riesige Fläche mit unfassbar vielen Bergen drauf, um dieses Projekt beginnen zu können. Und heute werden wir die letzten Grundschritte für dieses Projekt machen, sowie den nahezu entscheidenden Schritt, um das gesamte Projekt zu beginnen. Den Schritt, in dem wir die Grundebene des Ember Palace errichten. Es wird wieder unfassbar krank, wir haben unfassbar viel vor und als allererstes haben wir erstmal den Stuff von letzter Folge weggebracht, sowie danach die ganzen Pickaxes repariert und das an der Wither Skeletten Farm. Schaut auch gerne auf Social Media vorbei, Twitter und Insta sind unten verlinkt. Außerdem würde ich mich über ein Like und einen Kommentar sehr freuen. Und jetzt geht es los mit dem Grind der heutigen Folge. Ich wünsche euch viel Spaß. Let's go. So Leute, wir starten heute ein bisschen anders ins Geschehen als sonst. Ich mache hier direkt die nächsten Vorbereitungen. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit von der letzten Folge zu dieser Folge schon die ganzen Pickaxes repariert. Beziehungsweise die Pickaxes waren ja kaputt durch die vorletzte Folge. Die letzte Folge war ja das Weihnachtsspecial. Übrigens ein sehr geiles Video, kann ich nur empfehlen, dass man sich das reinzieht. Übel Chocuzel dieses Video. Auf jeden Fall, ihr merkt es, ne? Ich habe heute wieder vor, hier einen extremen Fortschritt zu machen. Und dafür werden wir wieder extrem viel Stuff holen müssen. Denn ich möchte heute die letzten Vorbereitungen und Vorkehrungen treffen, um danach in der nächsten Folge zu Beginn das Haus zu errichten. Punkt 2021. Nach Start von 2021 möchte ich direkt damit reinhauen, dass wir mit dem Bau des Hauses beginnen, mit dem Bau des Ember Palace. Das wird unheimlich krank. Alter, wir haben auch schon so viel geschafft in den letzten Folgen. Ihr seht ja den Prozess. Die letzten 5 Wochen waren für mich ein pures Ausheben und ein pures Wasten von sonst wie viel Zeit, würde ich es jetzt nicht nennen, von sonst wie viel Erfahrungspunkten für die ganzen Spitzhacken, Fragezeichen. Ja, auf jeden Fall, ihr seht es, wir haben hier noch eine ganze Menge zu tun. Wir müssen hier noch terraformen, hier muss noch eine Platte drüber gezogen werden. Außerdem möchte ich heute diese ganzen Löcher hier außenrum ein bisschen beheben, dass wir hier wirklich clean anfangen können, das Haus oben drauf zu bauen, ohne irgendwie noch was machen zu müssen. Ebenfalls gibt es hier riesige Flächen, ne? Ihr kennt es ja, glaube ich, alles schon, dass wir hier, guckt mal, was wir hier alles machen müssen, das ist ganz krank. Und ich habe da unheimlich Bock drauf, deswegen bereite ich jetzt auch schon alles vor. Ich werde ein paar Dirtkisten machen. Ich werde ein bisschen Stein mitnehmen. Das habe ich hier schon. Ein bisschen Sandstein, ein bisschen Sand auch an sich. Und da machen wir uns ans Terraform, dass es alles drumherum wenigstens ein bisschen natürlich aussieht. Die gerade Fläche an sich ist eh komplett unnatürlich und komplett weird. Aber ich glaube, wenn das Haus draufsteht, so wie wenn die überdimensionalen Bäume gebaut sind, gleicht sich das alles aus und kann ich mal aufhören, hier runterzufallen. Wir müssen in der nächsten Folge dann übrigens auch anfangen, mit Villagern zu traden. Das wird ganz interessant. Das wird auch eine massig heftige Zeitinvestition, die wir da machen müssen, denn wir brauchen, wie ihr ja vorletzte Folge war, das glaube ich gesehen habt, eine ganze Menge Lapis-Lazuli-Blöcke, um später das Dach des Ember Palace bauen zu können, denn da sind ja überall Lapis-Lazuli-Blöcke verbaut und wenn ich was abbaue, dann richtig, dann werde ich es auch 1:1 abbauen. Das Problem einfach ist daran, dass Lapis nur farmbar ist auf Höhe 13, auf der Dia-Höhe, ne? Und wir können schlecht doppelkistenweise Lapis-Lazuli ranholen. Bedeutet, wir müssen über Villager das Lapis-Lazuli traden. Dafür haben wir eine Villager-Trading-Hall. Da werden wir unfassbar viel Zeit investieren müssen. Was ebenfalls einfach überhaupt nicht zu vergessen ist, ist, dass wir dafür auch Emeralds brauchen für dieses Lapis Lazuli. Bedeutet, dadurch, dass Villager auch nur 2-mal am Tag traden können, müssen wir in die Villager Trading Hall, wieder ganz hartes Denken jetzt angesagt, dann müssen wir 2 Trades machen mit dem Lapis Lazuli und werden uns danach eine riesige Menge Stuff, also mit riesig meine ich wirklich eine unfassbar große Menge Stuff mitnehmen, um die mit anderen Villagern zu traden, um daraus Emeralds zu machen. Wir werden dort XP-Mengen erreichen, die ich mir gar nicht ausmalen kann, weil Villager-Handeln an sich extrem viel XP gibt und das in dieser Dimension, wie ich das davor habe. Ich weiß nicht, welches Level wir danach erreichen werden. Ich könnte mit Level 300 rechnen, mit Level 400. Wenn wir Level 500 kommen oder sogar höher, wäre das der Beweis für die Ausmaße, was das alles hier momentan annimmt. Ich kann das auch nicht beschreiben. Ich bin einfach ein verrückter Spasti, was soll ich jetzt sagen? Oh Mann, irgendwie eigentlich schon traurig. Scheiße, Mann.
Aber was wir auch ganz nebenbei nicht vergessen dürfen, ist einfach, dass der Ember Palace nicht nur Lapis Lazuli Blöcke braucht, sondern auch unheimlich viel blauen Farbstoff für das Dach. Und wie bekommt man blauen Farbstoff genau? Durch eine Blumenfarm im Sumpfbiom. Denn dort wachsen nur blaue Blumen, oder im Sumpfbiom, in irgendeinem Biom, wachsen nur blaue Blumen. Außerdem auch nicht zu vergessen, wir brauchen jede Menge Sandstein, jede Menge Sand, ganz viel Glas, all das, ne? Und das nicht in kleinen Dimensionen, sondern in, wie die Fläche es zeigt, 10-fachen Doppelkisten, wahrscheinlich 20-fachen Doppelkisten, ich weiß es noch nicht. Diese Ausmaße werde ich alles nächste Folge berechnen und euch dann mitteilen. Also die nächste Folge, kann ich euch jetzt schon sagen, könnt ihr euch im Terminkalender eintragen, denn die nächste Folge wird nochmal dieses ganz andere, dieses Scheiße, Mann, andere. So Leute, ich habe jetzt hier genügend Gras, Steine und Sandsteine sowie Sand zusammen. Als allererstes würde ich jetzt erstmal damit beginnen, hier diese Plattform bzw. Decke zu bauen. Danach würde ich mich ringsherum im Prinzip im Uhrzeigersinn drehen und alle äußeren Fehler zu beheben. Genau. Viel Spaß mit der Timelapse. Also Leute, schaut mal. Das Ding ist jetzt, ich habe jetzt hier geterraformt, das habt ihr gesehen. Ich habe auch hier unten, dort habe ich auch Fackeln wieder fleißig platziert, dass alles ausgeleuchtet ist. Es leckt jetzt ein bisschen, wundert euch nicht, ich brauche das zur Veranschaulichung. Denn das Problem ist, ich muss jetzt die Hausbreite berechnen, damit ich weiß, ob ich diesen Berg dort noch abreißen muss oder terraformen muss oder nicht. Weil, wie es aussieht, geht das Haus nur bis hier und nicht bis dort hinten. Bedeutet, wir würden komplett knapp an diesem Berg dort vorbeischrauben und erstmal wäre es okay, als wir könnten den Berg später machen. Weil ich würde eigentlich das Haus so schnell wie möglich bauen wollen. Das Ganze habe ich jetzt grob schon mal ausgemessen, aber wir müssen es jetzt nochmal genauer nachgucken. Denn ich bin mir echt nicht sicher. Theoretisch passt das von der Hausbreite. Ich muss aber mal gucken. Denn hier auf der wunderschönen Welt, wo unser Ember Palace steht, unser Gebäude, was das A und O wird in der kommenden Zeit. Auf jeden Fall hier haben wir 146... Perfekt. Haben wir 146 Blöcke in die Breite. Das ist genau bis hier, dass wir dort im Prinzip Platz haben. Und da kommt dann zwar noch die Treppe hin, aber die Treppe kommt bei unserer Singleplayer-Welt auf die Seite, wo noch Platz ist. Nicht auf die, wo der Berg ist. Bedeutet 146 Blöcke. Jetzt muss ich mal ausmessen, ob das so passt. Denn wenn wir mal gucken, einfach... Da oben haben wir vor 5 Wochen den Pfeiler gesetzt. Vielleicht kann sich der ein oder andere noch daran erinnern. Und den kompletten Berg danach abgetragen. Auf jeden Fall ist hier, guck mal, Koordinate minus 752. Jetzt müssen wir rechnen. 752 plus 146 sind minus 888. Heißt, das Haus beginnt hier, genau auf dieser Ecke, genau hier. Geht dann dort lang und geht bis exakt minus 898. Und das ist, wenn ich mich überhaupt jetzt nicht täusche, genau hier. Minus 898. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Ich bin der Meinung, ich habe damals diese Balken, die hier stehen, gemacht, ohne das genau abzumessen, sondern nur so ganz grob, weil ich erstmal gucken wollte, welche Berge genau ich abreißen muss. Und daher sind diese Balken so sinnfrei entstanden. Und wenn ich mich jetzt nicht irre, ist da hinten der Balken ebenfalls nicht korrekt. Bedeutet, genau hier werden die beiden ersten Hausecken sein. Nur A und O für mich jetzt erstmal ist es die Planungen von diesem Gebäude, beziehungsweise wenigstens das Viereck. Das müssen ja keine großen Planungen sein. Das Viereck sowie die Mitte dort ganz korrekt zu setzen, dass wir das Gebäude wirklich komplett korrekt bauen können, ohne groß Probleme haben zu müssen später. Denn wenn wir jetzt hier gucken, muss ich mal gucken, ob ich da hinten den Pfeiler überhaupt korrekt gesetzt habe, aber es sieht mir so aus, als wäre er korrekt. Trotzdem überprüfen wir das alles lieber nochmal. Das ist jetzt alles so ein Hin- und Her-Gejoine, ne? Auf jeden Fall haben wir hier 337 Blöcke. Heißt, das hier ist im Prinzip die Ecke, wo wir gerade standen. Da hinten habe ich gerade hingezoomt und jetzt müssen wir 337 Blöcke dran. Das schreibe ich mir auch mal auf. Am Ende vergesse ich es wieder und da muss ich nochmal die Welt komplett wechseln und so, habe ich ja gar keinen Bock drauf. So, jetzt hier auf der Welt müssen wir im Prinzip minus 694, diesmal, weil ihr seht, es geht ins Positive, plus rechnen. Minus 356 sind wir hier, wir müssen auf 357. Also ich meine, wenn das Haus jetzt irgendwie, weiß ich nicht, einen Block verschoben ist oder so, ist es jetzt auch nicht schlimm. Aber wenn wir mit den Grundmaßen da hinten anfangen und ich hier hinten komplett falsch rauskomme, dann wäre das jetzt alles nicht so vorteilhaft, glaube ich. So, und rein theoretisch, wenn dieser Pfeiler jetzt auf der gleichen Ebene steht wie der dort drüben, steht er. Und wie der dort hinten, der noch nicht gerendert wird. Scheiße. Hä? Der steht ja...
Der steht ja, jetzt doof, der steht ja nicht mal annähernd auf der Höhe. 300 minus 898. So, minus 898 und minus 357. Da muss der Pfeiler hin. Irgendwas macht hier gerade gar keinen Sinn. Auf jeden Fall muss hier der letzte Pfeiler hin. Und jetzt haben wir unser Viereck geschaffen. Hier wird das Haus entstehen. Und in der nächsten Folge einfach schon werden wir damit beginnen, die Umrandung zu bauen. Wir haben hier noch eine ganze Menge zu tun. Jedoch muss ich dazu auch sagen, ich brauche jede Menge Platz und dadurch, dass der Emmerpill so groß ist, der wird ja dann bis hier nach vorne gehen. Und daher, dass er so groß ist, wird so eine kleine gerade Fläche, wie ihr sie hier seht, einfach unfassbar wenig sein. Bedeutet, ich denke mal, wir werden diese gerade Platte jetzt noch bis nach da vorne ziehen, bis nach da und da im Prinzip abschließen. Das gleiche werden wir hier mit der Wüste machen und bis nach hier eigentlich, da wo dieser Berg Prinzip ist und werden das verketten. Und hier werden wir, denke ich mal, dann eine Art Schlucht hinbauen oder einfach das hier weiterführen oder so und dann müsste das schon natürlich genug aussehen. Das ist erstmal der nächste Plan, das hier in Ordnung zu bringen und ja, da würde ich euch jetzt viel Spaß mit der nächsten Timelapse wünschen. Der Grind ist heute mal wieder real. Let's go! Wir sind dann auch fertig hiermit. Der nächste Abteil wurde geterraformt und es ist halt, ja, es ist halt nice. Ich kann es nicht anders beschreiben. Ich finde es auch, also es sieht jetzt nicht natürlich aus, ne, kann es auch nicht, weil es ist halt eine unfassbar große gerade Fläche. Aber das Positive ist einfach, dass die äußeren Sachen halt relativ natürlich aussehen. Bedeutet, wenn ich euch jetzt mal von hier zeige, seht ihr, yo, okay, es sieht ein bisschen aufgeschüttet schon aus, aber ja, wenn man sich darauf konzentriert, dann sieht man immer den unnatürlichen Übergang. Aber ich glaube, würde hier ein random lang spazieren und der würde nur das sehen und nicht die gerade Fläche dahinter, dann würde man sich hierbei echt nichts denken. Und ich finde, das habe ich auch, ja, plus minus gut hinbekommen. Es ist ausreichend für das, was wir brauchen. Auf jeden Fall habe ich auch hier drunter wieder mal alles ausgeleuchtet. Wir haben jetzt hier so eine riesige Fläche, mit der wir später vielleicht noch irgendwas machen können. Ich weiß aber halt nicht was, weil ich habe einfach Angst, wenn ich irgendwelche Farben oder so reinbaue, dass es dann anfängt zu laggen. Auf jeden Fall spawnen dann da auch keine Monster. Das Problem waren ja immer eigentlich die Enderman. Und dann fliege ich hier mal weiter und wir gucken mal, was wir machen können. Ich würde sagen, als nächstes werden wir auf jeden Fall erstmal hier das hier machen. Das hier muss nämlich mit Sand ersetzt werden einfach. Das kann ich nicht so lassen. Das sieht ja maximal lost aus. Das ist ja maximal scheiße. Und ich denke danach geht es... Hier geht es danach an, genau. Das hier wird nochmal eine Arbeit, weil hier müssen wir im Prinzip verschiedene Ebenen reinziehen, um das alles ein bisschen natürlich dastehen zu lassen. Ich denke, ich werde das hier rumziehen dann einfach und immer ein bisschen steiler nach oben oder so. Das sollten wir hinbekommen. Aber vorher gehe ich nach da hinten und setze den Sand. Und danach seht ihr direkt, wie das hier erledigt wird. Viel Spaß weiter mit der Timelapse. Let's go. Leute, ich habe so unfassbar viel Bock gerade, ne? No joke. Wir haben jetzt hier das geterraformt. Ich muss sagen, es ist ein bisschen schwierig. Also keine Ahnung, es sieht jetzt nicht so natürlich aus, aber ich glaube, wenn man Gras drüber pflanzt, dann müsste das gehen. Zumal später, wie gesagt, sich eh kein Schwein mehr diese äußeren Ränder anguckt. Ich habe übrigens übertrieben vergessen, also wirklich übertrieben seit Anfang der Folge schon, dass wir nicht direkt das Haus bauen können, sondern wir erstmal auf diese gesamte Riesenfläche hier eine Planung setzen müssen, im Prinzip. Denn das Haus braucht ja ein Fundament, wo es draufgesetzt werden kann, bedeutet einen Boden. Heißt, wir müssen über die komplette Fläche noch einen Boden ziehen, beziehungsweise wenigstens Planungen machen, weil hier wird ja im Prinzip der Eingang wird hier hinkommen und hier müssen dann im Prinzip Wege geplant werden und das fette Netherportal, was dort in den Berg reinkommt, beziehungsweise aus dem Berg rauskommt, wo man dann im Prinzip circa hier aus diesem Netherportal rauskommt. Natürlich, der Berg wird wegkommen und danach läuft man hier straight up auf das Sortiersystem zu. Nur trotzdessen muss hier erstmal der Boden geplaced werden und gesetzt werden, weil ohne den Boden brauche ich auch gar nicht erst weiterbauen. Das macht ja gar keinen Sinn. Ja, hier, ihr seht es. Es ist sehr viel zu terraformen hier außen. Also hier muss ich wirklich richtig viel rüber terraformen. Hier geht es, hier ist es schon angeterraformt. Da kann ich es auch locker machen. Nur ab hier wird es sehr schwierig. Oh, gute Idee. Ich terraform einfach hier das hoch und dann sieht es so aus, als wäre es einfach nur höher gesetzt und hier würde der See sein. Das kann sehr gut werden, ja. Naja, ihr seht es ja jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß mit der weiteren Timelapse. Wir sind hier am Grinden des Todes. Dieses Projekt wird legendär. Es wird legendär.
So Leute, das nächste Stück ist schon wieder geschafft. Ich muss sagen, das ist mir richtig, richtig gut gelungen. Also da muss ich auch wieder mal mir selbst auf die Schulter klopfen, denn ja, es sieht halt einfach unfassbar natürlich aus. Es sieht wirklich aus, als hätten wir da nur was abgetragen und die gerade Fläche im Prinzip später darüber gezogen und dort nichts angebaut. Das habe ich wirklich sau, sau gut hinbekommen. Es sieht super natürlich aus. Klar, zu 100% natürlich wird sie eh nie funktionieren, einfach weil da halt dahinter ist halt eine Fläche mit 400 Blöcken oder so Durchmesser und da wird halt nicht dann das natürlich aussehen, das ist ja klar. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier alles fertig. Die Seite ist fertig, da hinten das haben wir fertig. Merkt ihr, wir sind im Uhrzeiger sind jetzt eigentlich rum. Nichtsdestotrotz müssen wir noch eine Kleinigkeit erledigen und das ist das hier. Aber danach werde ich mich noch ransetzen und werde hier alles planen. Ich werde die Planungen festlegen. Ich werde mir Diorit und Andesitblöcke holen, werde dann das Haus skizzieren, im Prinzip nur das Viereck einmal rumgehen. Aber das machen wir gleich. Ich würde erstmal sagen, wir machen das letzte, den letzten Schritt, einfach das fällt mir jetzt auf. Wir machen jetzt den letzten entscheidenden Schritt, um die komplette Fläche fertigzustellen. 6 Wochen Arbeit, 6 Wochen stecken hier schon drin. Und jetzt ist die Zeit gekommen, an dem wir die komplette Fläche hier fertigstellen werden. Das ist irgendwie schon heftig, oder? Und danach wird es in den nächsten Tagen losgehen mit dem Bau. Ich bin unfassbar hyped, wir legen los, let's go. Ja gut, Leute, ich weiß, natürlich sieht jetzt ein bisschen anders aus. Ist jetzt auch ein bisschen nicht so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe, muss ich sagen. Aber wir lassen das jetzt erstmal so stehen. Das reicht erstmal. Wir werden hier später einen fetten Baum oder so hinsetzen. Ich meine, da ist das Hausende, dann kommt hier ein fetter Baum hin oder irgendwas. Und dann sieht man dieses Konstrukt an Blöcken auch nicht mehr. Sonst an sich haben wir es jetzt geschafft. Wir haben jegliche Stelle geterraformt, die jetzt noch, ja, im Prinzip auszusetzen war, wo noch nichts fertig war. Aber muss ich auch mal sagen, wir haben das hier gut geschafft. Es sieht echt natürlich auch aus, auch, ne? Außer halt die gerade Fläche, ist ja klar. Und jetzt kann ich es auch offiziell sagen, denn nach 6 Wochen Aushebungsarbeiten, und ich habe es vorhin schon mal angesprochen, nach 6 Wochen Aushebungsarbeiten ist es jetzt soweit, wir haben die Aushebungen beendet. Sie sind hiermit beendet. Wir haben jegliche Aushebungen gemacht und wir haben alles begradigt, was es zu begradigen gab. Wir haben es durchgezogen und jetzt kommt der spaßige Teil, das Geile, das Insane. Jetzt geht das Projekt richtig, richtig los und ich bin unfassbar hyped auf die nächsten Folgen sowie auf den gleich folgenden Part. Denn ab jetzt wird es insane. Wir haben hier unser Viereck. Hier vorne wird der Haupteingang sein, das Hauptkonstrukt. Und von dort aus wird ein mit weißen Blöcken, ich weiß nicht, wie sie heißen, Weg wegführen. Das werde ich euch gleich nochmal zeigen. Bis nach hier hinten. Und hier wird das unfassbar riesige Netherportal stehen, womit man dann hierher kommt, wo man rauskommt und dann den epischen Elmer Palace hier erblicken wird. Um alle Planungen euch zu zeigen, merkt ihr euch mal bitte dieses Bild und wir sehen uns jetzt auf der Elmer Palace mal wieder. Bis beziehungsweise, gleich. Was heißt bis gleich? Ihr seht mich ja jetzt genauso gut wieder. Es war wieder lost. Ihr seht es hinter mir. Das Ding, dafür haben wir jetzt die Fläche. Das Ding werden wir ab nächster Folge beginnen zu bauen, beziehungsweise ab dieser Folge. Denn ihr seht es, ich habe ja gerade gesagt, diese weißen Blöcke werden wir benutzen. Das wird im Prinzip bei uns genauso aussehen. Diese Breite, das wird genauso aussehen. Jedoch werden wir nicht diese kreisrunden Wege hier benutzen. Das wäre ein bisschen kacke, weil wir wollen ja ein Hauptnetherportal haben und nicht zwei verschiedene. Das wäre übel kacke. Heißt, wir werden hier einfach gerade Striche durchziehen, beziehungsweise den Vorderhof ein bisschen so designen. Da kann man sich, denke ich, ganz, ganz coole Sachen einfallen lassen, damit die Treppen auch ordentlich angebunden sind. Stellt euch mal vor, es kommt jemand Neues auf den Kanal, guckt zu sich so eine Folge an, so Folge, weiß ich nicht, 180, 190 oder so, Let's Play, und ich starte so das Let's Play, das Survival Let's Play einfach, starte ich einfach so. Moin Leute, was geht? Ich dich ja mal im Sortiersystem. Es wird halt irgendwann so passieren. Diese gerade Fläche hier, diesen geraden Eingang werden wir definitiv so beibehalten. Diese Tür wird bei uns offen stehen, diese Tür. Sie werden offen sein. Und wir werden nicht hier diese Wolle benutzen und den Stein, beziehungsweise den Stein schon. Aber nicht die Wolle, wir werden Stein und Andesit benutzen. Bedeutet, diese Mischung hier werden wir im Prinzip bauen. Auch nicht in so großen Maßstäben, wie die es hier gemacht haben, sondern ein bisschen detaillierter alles. Dass wir hier sowas in die Richtung als Boden überall haben. Und danach wird jetzt erstmal der Boden gebaut, genau jetzt. Denn wir müssen
beziehungsweise müssen, wir werden hier diesen Boden im Prinzip als Grundriss bauen, dass wir für das Fundament genug Platz haben. Heißt, wir müssen 11 Blöcke, habe ich mir abgezählt, 11 Blöcke breit bauen, um das Fundament in der nächsten Folge tadellos bauen zu können. Und wie ihr es hier seht, müssen wir hier sogar ein Stück reingehen und ein Stück mehr bauen, damit es halt Platz hat. Heißt, wir werden den Boden jetzt schon beginnen, den groben Umriss werden wir jetzt schon in der Survival-Welt bauen. Und danach werden wir in der nächsten Folge farmen, das werdet ihr alles sehen, ich bin am maximal Hype drauf, wir werden mit Villagern traden wie noch nie zuvor im Projekt und ich habe schon oft mit Villagern getradet, um diese Lapis Lazuli Blöcke ranzubekommen. Wir werden Wollfarmen bauen müssen, wie ich gerade sehe, wir werden unfassbar viel Concrete farmen müssen, das ist das, was ich machen will, das ist das, wofür ich stehe. Ich würde sagen, wir sehen uns jetzt wieder auf der Survival-Welt wieder. So, hier auf der Survival-Welt kann man sich das jetzt vielleicht ein bisschen besser bildlich vorstellen. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal Stein ranholen und Andesit. Es kann gut sein, dass ich Andesit erstmal ertraden muss bei Villagern. Und dann werden wir hier eine 11-Block-breite Linie bauen. 11 Blöcke muss die gehen, damit wir das ganze Fundament raufbekommen. Und dann wird die nach hier gehen, dann ein Stück rein, ne? 11 Blöcke bis nach da hinten. Und das werden wir hier einmal drum ziehen. Und da kümmere ich mich jetzt drum. Yo Leute, ich muss gerade mal diese Momentaufnahme aufnehmen, einfach für die Zukunft. Verdammt nochmal, was haben wir hier geplant? Ich muss leider gleich die Sichtweite wieder runter machen, weil wie ihr seht, ich habe gefühlt 3 FPS, aber dieses Bild ist halt einfach geil. Wow, ja, hier wird der Ember Palace entstehen, auf dieser Umrandung. Ich bin so psychisch gestört. Scheiße, nochmal, guckt euch das bitte an. Ach du Scheiße, huch. Was soll ich euch sagen, es ist... Da muss man einfach tief einatmen, oder? Guckt euch das an, das sieht aus, das, wie sieht das aus, als wäre das reingeworld-edited, als hätte ich... What the fuck? Das sieht absolut surreal aus, oder? Das sieht aus, als würde es gar nicht so dastehen, dabei ist es so. So, und jetzt muss ich erstmal meine Sichtweite runterstellen, Alter, holy shit, damit kommt mein PC ja gar nicht mehr zurecht. Auf jeden Fall habe ich gar nicht so viel Andesit und Stein gebraucht, wie erwartet. Also ich hätte echt mit mehr gerechnet, dabei war es gar nicht so viel. Und ja, wie gesagt, die Umrandung steht. Hier, dieser ganze Platz, diese gesamte Fläche hier, wird später der Platz für das Sortiersystem sowie für die Inneneinrichtung des Ember Palace. Ihr könnt gerne ein Like und ein Abo da lassen, wenn es euch gefallen hat, wenn es euch entertained hat. 6 Wochen ging es hier jetzt schleppend voran und ab jetzt wird es hier richtig Schlag auf Schlag vorangehen. Ich habe da richtig Bock drauf. Ich bin ultimativ hyped einfach. Ich habe da wirklich, wirklich unfassbar viel Lust. Hier wird später das riesige Nether-Portal entstehen mit dem riesigen Eingang zu dem Ember Palace. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Jungs und Mädels. Bis dann.